shit. Oh, jetzt steht sie. Jo, ich bin drin, wa? Kann ich nicht lesen? Bist du drin? Ja. Hör mal zu, wa? So, dann würde ich sagen, ich nehme mal eine Mission an. So, muss ich annehmen. Ach ne, wir nehmen die mal hier. Gut. Terramils müssen wir. Outpost, Selene. Dann starte ich mal. Ich werde mich mal auf den Aufklärerplatz setzen. Hier auf den Operator. Stimmt, die hat da gar keinen Turm, glaube ich, ne? Ne, die hat bloß so einen Operator-Platz. Kommt eine große Konsole runter. Genau, das steuerst du im Prinzip ja mit die Radaranlage den Scanner um. Genau. Kann man das noch einschalten hier? Ne, kommt bloß aufstehen. Verdammt! Aber ich kann hier, glaube ich, die ganzen Housing cooler. Mach mal auf. Soll ich den rausziehen? Nee, ja. Ja, ganz gut. Erstmal schon was anderes. So, Celine geht's dann, ja. Celine, ja. Ah, schönes Neonlicht hier hinten drin. Prima. Ja, ich setz mich nochmal. Sich das natürlich auch eher miserabel hier. Irgendwann kommen wir das Lied. Luke springt. Ja, aber dolle Reichweite hat sie nicht. 570 plus. Echt? Ja. Das ist eigentlich ein Kurzstreckenaufklärer. Boogie Boogie. Wir fliegen gleich weiter. Und Sprung. Sehr schön. Hier sind ein Zellin. Wo müssen wir da hin? Ich hab grad, Moment. Ich guck mal in Contract. Accepted. Hier steht Terramils Outpost. Terramils Hydro. Müsst oben, oben, jetzt 12 Uhr oben, noch ein Stück hoch. Da, vorne irgendwo. Hydrofarm oder was? Terramils. Ja, okay, das ist die Hydrofarm. Auf der anderen Seite vom Plan. Erstmal darüber.
So, Miller, bei dir klappt alles. Nee, bei mir klappt überhaupt gar nichts. Ja, so ist es eigentlich ausreichende Größe des Schiffs, würde ich sagen. Du hast ein Zweimannsgeneral, Bett hinten drin und der Operator. Ja. Ja, Duschklo, Sitzklo, Sitzdusche. So. In der Bett. Ja, wie gesagt, bei der Reichweite wundere ich mich, dass hier eine Dusche und ein Bett drin ist, weil der. Ja. Wirklich mehr Reichweite hat wie die anderen Schiffe. Ja, sag ich mal, meine Vanguard, die hat über 2000 Quantum Fuel. Ja, die Freelancer 2500 oder 600 habe ich. Ja, und hier 570, das ist eigentlich so in dem Bereich wie die Hornet und die Cutlass und so. Ja. Wo die Cutlass ja auch Betten drin hat, aber ja. Das ist wirklich mehr so ein Kundschafter, also nicht so ein Schiff, wo du jetzt des Weltraums mit reinfliegst. Aber hier drin kannst du schon die ganzen Racks aufmachen. Mhm. Das soll ja, glaube ich, auch schon mit 3.2 oder spätestens 3.3 kommen, die Items 2.0. Da geht es ja auch darum, dass du die Komponenten dann tauschen kannst, wirklich. Ich weiß bloß nicht, ob die dann wirklich im Frachtraum ablegen musst oder ob dann irgendwie noch ein interner Lagerraum kommt oder so. Bin ich ja mal gespannt. Oder ob die einfach in deinem virtuellen Lagerraum sind, so wie deine Klamotten im Moment. Ja. Nice. Tippen die Hände auch nicht mehr, du. Und massig Bildschirm hast hier, ne? 6 Stück, ne? Ja. 6, 8. 8, ach ja, da unten sind auch nochmal 2. Ja. Wie lange haben wir noch Kilometer? 170, 178. Ja, und die Heißleute wollen mich immer abschieben. Ja, meine wird ganz interessant, denke ich mal. Mal der sogar ohne Schiff meinen kannst du, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem kleinen Handwerkzeug. Ja. Dann könnte ich theoretisch auch mit der Cutlass irgendwo hinfliegen. Da brauche ich wahrscheinlich dann 10-mal so lange wie Daniel, der fliegt einmal ran mit der Prospector, ja. Drückt auf den Knopf mit seinem fetten Laser und ich muss da wahrscheinlich dann 5 Stunden auf so einen Stein einhocken. Aber was ich jetzt schon wieder, was er gesagt haben, dass sie wahrscheinlich sogar Anbauten bringen wollen, dass du, ich sag mal, an der Freelancer so einen Laser anbauen kannst. Das finde ich dann. Na gut, dann müssen sie die Schiffe ja schon wieder umbauen, weil dann müsstest du ja auch irgendeine Halterung haben, wo einfach so ranplotten, dass. Ja, anstelle. Am Tourette, wo deine Waffe dann weglässt, eben. Ja, das ist aber auch schon wieder bescheuert, weil selbst ein Turm, das passt hier überhaupt nicht. Du hast keinen Traktorbeam und alles, also. Fände ich auch blöde, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Glaube ich ja. Fährt da unten was? Nee. Ja doch, so. Zwei Schiffe sind da. Ist doch ein Lichtkegel.
Mustang und ein Titan. Nicht, dass der mein Paket abholt. Ich dreh durch. Der Titan könnte sein, die Mustang wäre ein bisschen direkt weg. Ja, die ist gerade gelandet. Pickup Cargo, ja, ich versuch's ja. Jetzt bin ich schon penetrant hier. Also das Gebäude auf 11 Uhr. Da muss ich's rausholen. Da, ja, 12 Uhr, ja. Ja. Das war nicht kaputt. Komm ich da nie durch den TÜV, ne? Was setzt du da vorne hin? Irgendwo auf dem Deck. Ja, so sieht's perfekt aus von meiner Seite. Ah, da rennt einer rein. Blöder Hund. Ich sehe gerade, soll ich sogar aus dem Schiff nach außen raus jetzt? Ja. So, ich bin draußen. Du. Okay. Was macht ihr, wenn ich mal fragen darf? Wir machen Missionchen. Wir holen ein Paketchen ab. Mit der Terrapin. Mit der Terrapin, okay. Ja. Du hast doch auch eine. Ja, habe ich. Die zwei, die hier reingekommen sind, die gehören, glaube ich, auch zusammen. Jetzt gibt er mir mein Paket. Bin mal gespannt, ob die es nehmen oder ob ich es nehmen kann. That's yours. Okay, ich hab's. Ich werde dann wieder rauskommen. Hey, take your shit. Lass die Motoren schon warm laufen. Dann starten wir erstmal durch und ich guck dann, wo wir es delivern müssen. Gerade aufs Sitzklo gehen. Okay, bin drin. Ich stell's mal hier ab. Steht. Klappe zu, aber tot. Kannst eigentlich straight hoch. Einfach geradeaus. Wir müssen in Richtung Deliver Drop Off. 100.000 Kilometer. Ich prüfe, wo das sein soll. Jella. Ja. Jella. Schon sind wir da. So, ich schub. Okay, ich sehe erhöht auf 1 Uhr. Deliver Drop. Richt mal das Schiff auf etwas höher, auf die Kante oben 1 Uhr. Ah, ja, da. In die Richtung müsste es sein. Ja, müsste eigentlich 12 Uhr sein, oben auf der Spitze. Ich prüfe nochmal. 460 Kilometer? 460 jetzt. Ja, dann ist es A-Korb. Ja, Cargo ist hier. Der zeigt mir keinen
weil ich nicht im Schiff bin, zeigt er bei mir keine Ziele an. Nur Entfernung. Ah, da müssen wir ein Stück springen, ne? Oder? Ne. Ich booste, weil der andere Marker, der ist auch ziemlich günstig. Mein Schiff müsste eigentlich noch stehen, ja, da hinten steht noch mein Schiff sogar. Na, dekappelt, jetzt müsste er nicht weiterfliegen. Jo, fliegt er auch. Okay. Hoffentlich schlau man nicht auf. Alter, was hast du dir für einen Baseballschläger geholt? Komm. Ich bin eine Schottwaffe. Ich hab die hier. Ist auch eine Shotgun, die neue. Du hast die Gimini, ne? Ja. Oh, Oxygen low, nett. Jo, hier ist kein Sauerstoff drin, als wenn einer die Tür aufgemacht hätte. Ach, das ist die Devastator. Ah, ne, ist die Energy Shotgun. Laser-Shotgun. Ja, die hab ich auch. Ja, klar. Kannst du die schon in die Rex rein tun? Weißt du nicht. Ja, also bei der Doch. Dings geht's eigentlich. Komm, ich steck mal meine rein. Drop, Stall, Carry. Vielleicht dann mir hier gar nicht an, die. Drops. Ja, das ist direkt von der Waffe. Normalerweise kriegst du den Waffenreck angezeigt. Also bei der Cutlass geht's. Okay. Doch, hier, Blaze. Musst du es suchen. Ja, yep, ist drin. Noch beiseite, kann ich die jetzt nehmen? Nein, geh weg. Ich denke mal schon. Ja. Das ist in der Hand, hängt am langen Arm. Ja. Ja, wir haben noch genug zum Ziel. 260 Kilometer. Also muss ich noch nicht setzen. Aber jetzt, okay, jetzt liegt es auf dem Boden. Okay, nehme ich sie mal. Hier geht der Sauerstoff aus. Auch nicht schlecht. Musst du da unten in eine Station rein, oder? Jo. Dann lädt sich's wieder auf. Ja, ne? Oh, sogar hell. Hundert Kilometer. Stahlplatten oben aufgenietet. Ne, kann eigentlich die Therapie. Jetzt gerade nicht. Ja, ganz normal an der Station in der Schiffsliste drin bei mir gewesen. Ja, nee, wie schnell kann. Schnell die kann? Ja, wie schnell. Vielleicht 1205 oder so war das. Okay, dann bin ich minimal schneller. Mit der Hornet. Um 20. Ja, die sind ja alle nicht wahnsinnig unterschiedlich, also. Ja, stimmt. Auch top beim normalen STM hat die 210, also ist ja auch nicht so wahnsinnig viel langsamer wie jetzt die anderen Schiffe. Als plus minus 20 kannst du sagen, zwischen so einem normalen mittelgroßen und einem Jäger. Ja, stimmt. Ja, jetzt haben wir ja noch unsere Atombomber und alles wunderbar. Atombombe? Ja. Hercules.
Ach so, stimmt, ja. Der Hercules. Mit der Mother of all Bomb. Ja, der kann 4 von 6er? 4 Stück? 4 Stück, ja. Aber schon wieder so ein Ding, das finde ich schon bescheuert, weil da weiß ich jetzt schon, dass du irgendwelche Typen hast, wenn nachher die Außenposten gibt, die ankommen und die Dinger abschmeißen, nur um die Leute dann bum bum bum. Ja. Das ist so ein typisches Schiff dafür. Ja, so eine Bombe, die müsste dann aber 20.000 Alpha UC kosten, ey. So dass sie sie nicht mehr nachrüsten könnten. Ja, die muss echt fucking viel kosten. Ja, Clusterbomber, das Ding ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, 60 ja, Stück oder so. Bomblets, ja. Aber weiß nicht, es ist wieder so ein Ding, warum sie da so eine rein Militärschiffe reinnehmen, wenn es eigentlich bloß Zivil- und Milizsachen sein sollen. Weil das Ding mit diesem Moor, das ist eigentlich was eigentlich nur die UI hätte, weil sowas würde garantiert keiner Miliz geben normalerweise. Ja. Ja. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Die Hornets so als alte Schiffe und die ist ja nicht die Militärvariante, da kann ich es noch nachvollziehen, dass du dich gegen die Wandels und Piraten verteidigst, aber ja, wozu du da so einen Bomber hast. Ich finde sowieso mit dem Bombenblöd hätten sie eigentlich wirklich ein Gunship machen sollen, so wie die AC-130 unten so Türme auf den Boden gerichtet, dass du so mit den Gatlings und so auf den Boden schießt. Die Hammerhead. Ja, die Hammerhead ist. Aber na, die ist ja eigentlich ein Flakkreuzer. Ja, aber für Bodeneinsätze natürlich auch gut geeignet. Ja, dafür fehlt wahrscheinlich die Panzerung bei der. Ja, hat die Hercules nicht eine Version als Bomber? Wo halt jetzt nicht direkt auf dem Boden, sondern Boden Richtung Bodentürme ausgerichtet sind. Naja, das ist ja diese Bomber-Variante, wie gesagt, da finde ich halt Quatsch, dass du die Bomben reingenommen hast. Die hätten nur so ein Gunship machen sollen. Naja. Achso, ich bin im die Kuppelmodus, ich wundere mich die ganze Zeit. Aber wie gesagt, mit den Bomben, das finde ich irgendwie nicht so wahnsinnig toll, weil. Manni, willst nicht dagegen verteidigen? So schnell kriegst du das Ding nicht runtergeschossen. Er muss ja nur in die Nähe kommen und schmeißt die Teile ab. Weil weißt du, was die für eine Streuung hat. Ja, aber. Vordrennen ist dann auch nicht. Ich möchte danach nicht wissen, wie viel Sprit die dann aber auch frisst, wenn du 4 Moabs drin hast. Ja, ich meine, die Tanks sind ja auch noch nicht leicht, ne? Das stimmt auch wieder. Und der kriegt ja 2 Stück neu. Ja, selbst die große Wand. Wie gesagt, jetzt sind die Panzerplatten aufgegangen. Ja. Vom Cockpit. Die waren bei mir die ganze Zeit offen. Nee. Sind jetzt gerade aufgegangen. Jetzt gehen sie zu. Ja, aber bloß oben. Zack. Ja, ich hab dann bloß noch vorne 3 Fenster, wo ich rausgucken kann, genau, wenn sie zu sind. Ich muss auf 11 Uhr, Lux. Blauen da wahrscheinlich, ne? Das Gebäude. Blau? Jetzt immer noch 11 Uhr. 12 Uhr ungefähr. Ja, 250 Meter entfernt. Ja, 150, ne, dann... Einer von denen hier. Busse. 170, 160. Und der hier hinten sein. 130, 100. Direkt unter uns, 70 Meter. Genau. So, nehme ich schon mal das Paket. Ich muss jetzt gerade überhaupt, dass ich noch so schnell fliegen kann hier. Wir sind gelandet. Jawohl, ich steige aus. Ne, die Hercules ist eigentlich ein schönes Schiff. Als Zivilvariante finde ich es okay und auch vom Preis okay. Damit könnte ich leben, aber die anderen beiden Varianten finde ich total affig und preisgestört. Dann kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, die Preise. Die haben einen Unterschied von 200 Cargo Units und hast verlierst ja, also du kriegst zwar diesen Bombenschächter, aber du verlierst ja an Fracht. Also ja, ist es doch eine Lost-Win-Situation. Also ja, klar, und da hätte ich die Preise nicht so stark geändert. Ja, wieso vor allem so extrem? Das eine kostet 300, das andere 500 und das andere 750, also fast immer 100% Sprung. Wie du schon sagst, ich meine, das Spiel soll ja eigentlich auf Zivil
Gameplay basieren, dass dann hier so riesige Militärschiffe. Ja, das ist ja im Prinzip eine B-17, wenn du so willst. Also jetzt, wenn du dieses Zweite Weltkriegsmodell nimmst. Boah, eine B-29 ist es schon eher. Set of Arcop Mining Area 157? Ja, 157. Okay, ich bin jetzt auch da, aber ich sehe euch nicht. Bist du auch auf demselben Server? Ich bin euch eigentlich hinterher gejoint. Und ich frage mich gerade, warum mein Landing Gear raus ist. Let's go. Don't have all day. Warum ist mein Landing Gear automatisch raus? Nee? Ja, das ist diese Auto-Landing-Funktion. In der Nähe vom Landing-Pad bist, macht das automatisch neuerdings. Den Klon. Lux, bist du hier draußen mit? Ja. Okay, weil er nimmt gerade mein Paket nicht. Ist auch keine, nicht so eine markierte Konsole. Bei den anderen hast du auch immer so eine Markierung auf der Konsole, wo du es abstellen kannst. Sehe ich hier bei dir gar nicht. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, dann bin ich anscheinend auf einen ganzen Server zu. So, jetzt sagt er wieder, ich soll was hinstellen. Nee. Du musst dann bloß drücken, dann zeigt er dir grün an, dann kannst du es draufstellen und dann ist es platziert. Jetzt macht er was. Ja, jetzt guckt er in den Rechner. Ja, jetzt nimmt das. Versteckelt das wieder. Und ab. Er schiebt es auch wirklich unterm Laden. Ja, es steht. Ja. Es steht manchmal auch wirklich da, ne? Backt es auch vorne raus. Es steht auch wirklich unten drunter, also es ist nicht irgendwie so plopp. Jetzt ah, ist jetzt weg. Ist es weg und jetzt kriege ich ja mein Geld. Okay. Gut. So, jetzt will ich mal das Schiff zu meiner Friedlanser noch fliegen. Dass ich die wieder. Die wird mir immer noch angezeigt, ne? Ja, dann ist sie noch da. So, jetzt. Da kommt eine Cutlass. Setz scharf auf. Wird abgeschaltet. Hört man bei der mal gut.